Den ersten Harry Potter-Band verfasst J.K. Rowling auf Papierservietten in einem Café, weil sie Heizkosten sparen will. Mittlerweile ist sie eine der bestverdienenden Frauen Großbritanniens. Im Interview mit Christiane Amanpour erzählt sie, was mit dem Manuskript eines Kinderbuches passiert ist, das sie kürzlich verfasst hat. Ich habe gelesen, dass sie an einer Art politischem Buch für Kinder arbeiten. Oh, das war ein Märchen und ich habe es fertiggestellt. Also lassen Sie mich das erzählen. Das Motto meines 50. Geburtstags, den ich an Halloween gefeiert habe, war: Komme als dein persönlicher Albtraum. Und ich bin als verlorenes Manuskript gegangen. Und ich habe fast das ganze Buch auf das Kleid geschrieben. Also dieses Buch, von dem ich nicht weiß, ob es je veröffentlicht wird, hängt gerade als Kleid in meinem Schrank. This is a J.K. Rowling scoop. I'm sorry. There's a hidden book somewhere. Das ist wirklich mal ein kreatives Kostüm, mit dem sie sicherlich der Hingucker auf ihrer Halloween-Party gewesen ist.